Hallo Freunde von Geschichte und Burgen. Heute möchte ich euch die Eisenberg und Hohenfreiberg zeigen. Die liegen beide so circa 300 Meter auseinander, haben auch einen engeren Bezug zueinander. Erkläre ich euch dann alles soweit. Nur momentan kommt wieder ein gewaltiger Regenschauer runter. Und den möchte ich ein bisschen abwarten. Ich bin zwar nicht aus Zucker und Regen macht mir nicht gleich was aus. Aber es muss ja nicht sein, ja. Und außerdem kann man so die schöne Landschaft des Allgäus genießen. Naja, da es hier nicht wirklich aufhört zu regnen, vielleicht ein paar allgemeine Infos. Ich befinde mich hier bei Pfronten und zwar im Örtchen Zell, das sich am Fuße der beiden Hügel befindet, auf denen die Burgruinen zu finden sind. Die beiden Hügel sind so um 1050 Meter über Normalnull hoch. Die Entstehungszeiten der Burgen von der Hohenfreiberg ist relativ sicher. Nur bei der Eisenberg ist man sich da anscheinend irgendwie unsicher. Also ich habe hier mehrere Quellen gefunden, die sagen, sie muss wohl schon im 12. Jahrhundert, so um 1140, 1150 gebaut worden sein. Andere sagen wieder, nein, sie muss erst um 1300 oder 1315 entstanden sein. Es kann ja gut sein, dass sich das eine eben nicht ausschließt mit dem anderen, denn eine neue Anlage kann man immer jederzeit auf einer älteren Anlage bauen. Tatsache ist anscheinend, dass um 1340 die Eisenberg in einer Urkunde erwähnt ist. Und wenn was eben urkundlich erwähnt ist, dann muss es das ja vorher schon gegeben haben. Es wurde ja nicht gebaut und dann urkundlich erwähnt, außer man hat eine Urkunde über den Bau selbst geschrieben, was aber eigentlich nie vorkam. Ist mir zumindest noch nie untergekommen. Ha! Ja, der Regen hört auf. Auf geht's! Weit geht der Blick ins Tal und dabei sind wir noch nicht mal ganz oben. Da haben wir wieder einen Blick auf Neuschwanstein im dunstigen Hinterland, das übrigens auch auf einer älteren Anlage gebaut worden ist. Und auch darüber kann man richtig schön drüber schauen. Also ich war gestern erst da oben auf dieser Falkenstein. Wann ihr das Video seht, weiß ich nicht. Neugierig sind die gar nicht. Ah, fotogen, meine Damen. Es sind noch glückliche Kühe, die ihr Gras draußen frisch vom Feld fressen dürfen. Ja, wie jetzt? Ich habe gar nicht erwartet, dass die Eisenberg aus Holz erbaut worden ist. Und hier durch den regenprasselnden
Wald haben wir, ich hoffe man sieht es hier, den ersten Blick auf die Mauern. Wettertechnisch hätte ich es besser machen können, aber gut, was soll's. Man hat ja alles dabei. Und Regen ist auch nur Wasser von oben. Nur in der Dusche drumherum. Um die meisten heutigen modernen Zugangswege kann es auch durchaus sein, dass das wirklich auch die originalen Zugangswege von früher waren. Und hier haben wir es erreicht. Willkommen auf Burg Eisenberg. Wie ich eingangs schon erwähnt habe, ist man sich über die Entstehungszeit der Eisenberg nicht so ganz sicher. Es gibt da anscheinend kontroverse Diskussionen. Und die einen behaupten eben, diese Eisenberg wäre um 1315 erbaut worden, da es um 1340 eine erste urkundliche Erwähnung gibt als kemptisches Lehen. Und wenn was urkundlich erwähnt ist, außer es ist natürlich urkundlich erwähnt die Bauzeit, aber hier in diesem Fall eben nur als Lehensvergabe, da muss das Ding ja schon bestanden haben. Die anderen sagen wieder, die Eisenberg wäre schon Anfang des oder Mitte des 12. Jahrhunderts entstanden, und zwar von den Herren von Rettenberg gebaut worden. Rettenberg ist im heutigen Österreich. Die wurden vom damaligen Tiroler Grafen ja, mehr oder weniger hinauskomplimentiert. Also es gab sicher kriegerische Zwistigkeiten. Die Rettenberger siedelten sich hier im heutigen Allgäu wieder an, brauchten natürlich dementsprechend ein Refugium, von dem man aus herrschen konnte, und haben sich die Eisenberg gebaut und von hier aus ein neues Herrschaftsgebiet aufgebaut. Um 1171 dann kam Eisenberg über die Rettenberger an die Hohenegger. Hoheneck ist heute noch eine Burgruine und eine Herrschaft südlich von Isny, auch hier im Allgäu. 1376 dann verpfändete ein Bertoldus de Hoheneck die Burg Eisenberg an seine eigene Ehefrau als Heimsteuer, also praktisch zur Geldversorgung. Die Torsituation. Ja, man kann sich ja auch wieder ein gewiss großes oder mehr oder weniger großes Torhaus vorstellen. Und hier lugte der Torwächter heraus. Hierbei könnte es sich um einen Schalenturm handeln. Das heißt, der wurde nur nach außen hin vermauert. Innen war er entweder gar nicht vermauert, also wirklich, man konnte ihn von komplett unten bis oben einsehen. Oder er wurde nur ganz leicht mit Holz, Fachwerk, wie auch immer, verbaut. Ja, von hier hast du schon auch einen schönen Blick, wenn man was sieht. Und dieser Turm soll mal ein Geschütz getragen haben. Also wird der mit Sicherheit noch ja, so ein, zwei Stockwerke höher gewesen sein. Und an ein Geschütz, ja, immer der Zeit entsprechend. Entweder eine Blide, ein Katapult, später dann vielleicht sogar ein paar pulverbetriebene Kanonen, Legstücke oder wie auch immer. Komplett vermauert, ohne Schießscharten, Lichtscharten, wie auch immer.
von diesem Geschützturm, der Gärtchen genannt wird. Frag mich bitte nicht, woher dieser Name kommt. Vielleicht ist er neu, vielleicht ist er alt überliefert. Kann man hoffentlich recht gut erkennen, dass es bei der Eisenberg sich um eine Mantelmauerburg handelt. Ich versuche es jetzt mal zu deuten. Man sieht hier eine Mauer komplett rum, wie in einem Kreis, in dem sich die ganzen Haupthäuser der Burg befanden. Diese Mauer legt sich wie ein Mantel eben um die innere Bebauung herum. So baut man sich einen Bergfried und diese Mantelmauer wurde sogar noch mal im 14. oder 15. Jahrhundert noch mal erhöht und mit Zinnen begrenzt, die man hier noch recht gut erkennen kann. Und auch von diesem Turm hier, von diesem Geschützturm hier, sieht man schön auf die Burgruine Falkenstein, die während des Dreißigjährigen Krieges das Schicksal mit der Hohen Freiberg und mit der Eisenberg teilte. Und wenn man sich die Mauerstärke hier anschaut von diesem Turm, ja, da kann man dann schon drauf kommen, dass das Ding einmal eventuell viel aushalten musste. Bei dem Bauwerk hier handelt es sich um sogenannten Flankierungsturm. Er wurde so weit vorgebaut, vor die Mauer, vor die Ringmauer, damit er eben die Mauerflanken bestreichen und einsehen konnte. Ja, war ein recht zugiges Loch. Ja, mal schauen, vielleicht kann ich euch das anders zeigen. So, und zwar verfrachte ich euch auf Stativ. Und es am besten so rum. Das sind jetzt ein bisschen komische Aufnahmen, ich weiß. Aber mal schauen, ob es funktioniert. Und hänge euch zum Fenster raus. Das war die eine Seite. Dasselbe probieren wir jetzt einmal von der anderen Seite. Ich hoffe, es wird euch nicht schlecht. So, überstanden, war's schon wieder. Hier lässt sich die Funktion eines Streichturms schön erklären. Und zwar ragt er so richtig aus der Mauerflucht hervor und kann diese natürlich bis zum Fuß der Mauer schön einsehen. Hier bewacht er sogar das Tor. Wurde Eisenberg an Herzog Leopold von Österreich verkauft. Dieser vergab sie aber 1390 wieder als Lehen zurück an die Hohenegger. Und der Schwiegersohn des letzten, meine ich, Hoheneggers nannte sich dann von Freiberg zu Eisenberg. Die Freiberger waren ein Geschlecht, das aus der heutigen Gegend von Biberach kommt. Wir gehen jetzt hier in der Zwingermauer spazieren, weil man so richtig schön sieht, diese Zwingermauer zwingt einen eben, um die eigentliche Burg zu gehen. Und das hier ist eine relativ moderne Erfindung des Mittelalters, ein Abtrittsschacht. Ein Abtritt habe ich in meinen früheren Videos immer wieder schon mal ein bisschen erklärt, das ist eigentlich so die Toilette.
Und früher, ja gut, hielt man sein, wie auch immer, über die Burgmauer und ließ es laufen. Das tropfte halt einfach hier wirklich da rein und passt da. Und die neuartige Erfindung ist eben, man baute einen Schacht darum, aus Holz oder wie hier aus Stein. Dann lief die Suppe nicht einfach nur hier in den Graben entlang, sondern wahrscheinlich ging sie noch ein bisschen tiefer und dann raus in die Natur damit. Und hier denke ich, war das Toilettenhäuschen, ja, die Reste davon. Eine Schlüsselscharte. Hier geht es mittlerweile in den rückwärtigen Bereich der Eisenberg. Die Freiberger müssen ja ziemlich, ja, wie soll ich sagen, wilder Haufen gewesen sein. 1389 geriet ein Freiberger in Gefangenschaft der Reichsstädte, nachdem er und andere Adlige aus der Gegend die Reichsstadt Wangen angegriffen hat.1397 teilten drei Brüder der Freiberger, Peter, Heinrich und Friedrich, die Herrschaft und Burg Eisenberg, wobei sich Friedrich auszahlen ließ und von diesem erlangten Geld eben die Hohen Freiberg ab 1418 bauen ließ. Im 15. Jahrhundert dann waren die Freiberger immer wieder in Händel und Fehden mit dem Hochstift Augsburg, das hier viel Land und Recht hielt, verwickelt mit anderen Adligen und mit den umliegenden Städten und Reichsstädten. Wie gesagt, war ein rechter wilder Haufen, schätze ich. Aber sowas wie Fehden oder so, das gehörte damals zum guten Ton. Von hier aus kann man das Prinzip der Mantelmauer recht gut erkennen. Die Mantelmauer, die legt sich eben komplett einmal außen rum. Man muss sich jetzt innen noch die Bebauung vorstellen mit Palas, Wirtschaftsgebäuden etc. Alles, was man halt so braucht hat. Und diese Mauer legt sich eben komplett einmal außen rum. So spart man sich natürlich auch einen Bergfried. Das hier zum Beispiel sind die Löcher, in die man die Balken schob, um eben Böden zu bilden. Das Ding hatte dann also vier Etagen. Ganz zu oberst die Wehretage mit den Zinnen. Die sind, glaube ich, im 14. oder 15. Jahrhundert nachträglich dazugebaut worden. Während des Bauernkriegs wurde der Eisenberg von den Bauern eingenommen. Soweit ich weiß, so lange geplündert, bis fast nichts mehr erhalten war oder bis nichts mehr erhalten war, wurde aber nicht zerstört. 1532 verlieh Kaiser Karl V. das Recht, einen Galgen auf der Eisenberg zu besitzen. Und verlieh auch das Recht der Blutgerichtsbarkeit. Damit war die Herrschaft Eisenberg komplett eigenständig. Hier auch wieder Überwölbung, den Rest man hier noch sieht.
Tuffquader vermauert. Das könnte zum Beispiel die Reste sein einer Überdachung, einer Überwölbung. Und hier befinden wir uns in der Kapelle. Man kann hier noch richtig schön den Altarraum sehen. Ah, sowas finde ich immer absolut beeindruckend. Offensichtlich befinden wir uns hier in einem Wohnbau. Man sieht hier noch die Reste, die das Gewölbe getragen haben. Das Ganze muss man sich ja recht repräsentativ wohnlich vorstellen. Weiß gekalkte Wände. Man sagt immer, Burgen und so waren immer zugig und kalt. Ja gut, also so richtig bestätigen kann ich das nicht. Die Leute waren ja auch nicht blöd. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass das Leben zu der damaligen Zeit eher draußen stattfand. Ich würde jetzt mal sagen, mindestens also im Sommer, Herbst und Frühling zu mindestens 80% draußen. Man hielt sich nicht in den Räumen auf. Der Raum war da, um zu schlafen und zu essen und fertig. Der einzige immer bewirtschaftete Raum war wahrscheinlich die Küche. Aber sonst, man musste seinen Lebensunterhalt bestreiten, indem man die Äcker bestellt, das Vieh weiden ließ, etc. pp. Lauter solche Sachen. Eben draußen. Naja, auch eine nette Idee, die Technik ein bisschen zu verstecken. Am 15. September 1646, während des Dreißigjährigen Krieges, wurde Eisenberg, Hohenfreiberg und was ich weiß auch die Falkenstein entwaffnet. Man hat alle Büchsen, Handfeuerwaffen etc., Kanonen auf die Burg Ehrenberg bei Reutte verbracht, weil die schwedischen Truppen hier anrücken und man natürlich Angst hatte, dass das in deren Hände fiel. Man erachtete die Burgen wahrscheinlich als nicht mehr verteidigungsbereit und hat sie eben deshalb entwaffnet und danach selbst angezündet. Die waren zwar noch gut bewohnbar und so, okay, ob die jetzt verteidigungstechnisch noch so fit waren, weiß ich nicht, aber das Doofe war nur, dass die schwedischen Truppen eben nicht hierher kamen. Die zogen dann in eine andere Richtung. Man hat die drei Burgen dann praktisch umsonst zerstört, was eigentlich schade ist, weil wer weiß, was dann heute noch zu sehen wäre. Wie zum Beispiel das hier. Das ist kein Brunnen, sondern es wird hier als Treppenhaus bezeichnet. Geht es dann noch tief in die Gewölbe. Oder das hier. Wo hat das irgendwann mal hingeführt? Heute gibt es da oben nur noch ein Fensterchen. Da ging es offensichtlich auch mal irgendwo rauf. Hier nochmal ein kleiner Überblick. Ist allerdings schwer, alles so ein bisschen in der Gesamtheit einzufassen. Heute nimmer. So, und
und anders als wir reingekommen sind, verlassen wir diese heiligen Hallen wieder durch den normalen Zugang. Jetzt gehen wir noch ein bisschen gegen die Zwingermauer entlang, nur in der anderen Richtung. Da haben wir wieder einen schönen Schalenturm. Der von hier aus den Vorburgbereich einsehen konnte. Ja, die zwei mögen den Regen auch nicht. Ja, hier kann ich euch was zeigen. Ein Abtritt, und zwar ein Doppelabtritt, der laut der Tafel hier zwei Stockwerke bedient hat. Aber man sieht, es wurde hier kanalisiert. Und dann hat man das so gemauert, dass das ganze Zeug eben nicht so rumlag, sondern abfloss. Es geht hier in den Vorburgbereich runter. So, das war's dann auch mal wieder von mir, heute auf der Eisenberg. Ich hoffe, wie immer, ich konnte euch ein bisschen was vermitteln, einen schönen Überblick verschaffen. Aber ihr wisst ja, es geht nichts über selber anschauen. In diesem Sinne, in einem anderen Video, auf einer anderen Ruine, wie auch immer. Macht es gut! Und hier habe ich mich wieder an eine Rekonstruktionszeichnung gewagt. Zur Erklärung, das ist der normale Weg. Hier die Torsituation. Ich könnte mir gut vorstellen, mit Wachhäuschen, Wachtürmchen vielleicht. Das ist da, wo ich gesagt habe, da lugt der Wachposten hervor. Dann geht man innerhalb dieses B-Rings, geht man dann rein. Handwechsel. Das hier ist dieser Turm, der ein Katapult getragen haben soll oder ein diverses mittelalterliches Geschütz. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das sogar schon Pulver betrieben war. Kommt immer auch auf die Zeitstellung an und auf die Geldmittel des jeweiligen Burgbesitzers. Gut, hier geht man rein. Hier haben wir eine wunderschöne Möglichkeit, eine Mantelmauer zu beschreiben. Und zwar, man hat es im Video ja hoffentlich relativ gut sehen können, es ist eine ewig hohe Mauer, also ich schätze mal gute 20, 25 Meter. Und diese Mantelmauer heißt im modernen Begriff so, weil sie die Burganlage wie einen Mantel umschließt. Innerhalb dieses Mantelmauerwerks waren dann die Häuser. Also ich habe es jetzt hier so gezeichnet, dass man eben nur noch die Dächer sieht. Man könnte sich vielleicht hier noch ein Türmchen vorstellen, wie auch immer. Oder es kann auch sein, dass es eben nur ein Haus gab mittendrin, also ein Dach mit den verschiedenen Gebäudeteilen innerhalb der eigentlichen Burganlage. Und hier habe ich noch versucht, die zwei Abtritte darzustellen, die wir ziemlich zum Schluss des Videos noch gesehen haben. Und zwar, dass die zwei verschiedene Stockwerke bedienen. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was damit anfangen und lasst euch ruhig ein bisschen animieren, eure eigene Fantasie zu spielen.